dürft euch gleich noch selber vorstellen. Die Liste spare ich mir jetzt, jeden einzelnen aufzuzählen. Dann könnt ihr gleich da mal jeweils dazu sagen. Wir werden über das Thema reden, wie man einen modernen Arbeitsplatz gestalten kann. Wir haben heute Morgen jetzt schon ganz viel darüber gehört, was man machen kann, was man nicht machen kann, softwaregestützt über Haltung zu arbeiten. Und mit der kleinen Runde hier möchte ich das Thema jetzt einmal andiskutieren. Wenn ihr Fragen zwischendurch habt von dem, was hier gesagt wird, meldet euch gerne, dann reichen wir auch gerne das Mikrofon um. Also es wird ein bisschen interaktiv werden. Wir haben jetzt hier keine reine Themenliste und ich frage jetzt hier jeden Einzelnen und ist schon vorgesprochen, was hier wer antwortet, sondern geht jetzt wirklich auch darum, eure Fragen so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Ich würde sagen, Felix, starten wir ganz außen bei dir. Magst du dich ganz kurz vorstellen, ein, zwei Sätzen und dann geben wir einmal weiter. Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Felix, 30 Jahre jung, komme aus Osnabrück und bin Geschäftsführer und Mitgründer von der Deskly. Die Deskly ist eine cloudbasierte Softwarelösung im Hybrid-Work-Bereich und wir visualisieren quasi die Unternehmensfläche, um dort eine hybride Arbeitsweise abzubilden. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Heiko N., bin Leiter IT der Marantec Group mit Sitz in Marienfeld. Und bin dort seit etwa über 2 Jahren und wir setzen durchaus auch die Tools, die wir heute auch schon durchaus teilweise mal gesehen und angesprochen haben, Google Workspace und Atlassian Toolchain ein. Ich habe mein eigenes. Mein Name ist Yvonne Görlitz, ich bin Vorstand der Firma Kegon hier aus Wiesbaden. Wir begleiten Firmen bei ihrer agilen Transformation. Wir sind nicht so die Tool-Freaks, wahrscheinlich sind wir da eher die Dinosaurier. Weil wir uns sehr stark mit den Menschen beschäftigen, wie sie besser zusammenarbeiten können. Deswegen bin ich im Team Jule, würde ich mal sagen. Ja, mein Name ist Peter Scheidt von der Firma Nexum aus Köln. Ich bin Berater im Umfeld von Intranet-Implementierung und Digital Workplace-Implementierung für unsere Kunden. Macht das aber auch bei uns in der Firma ganz stark, die internen Tools, mit denen wir uns selber organisieren und kann da so auf 15 Jahre Erfahrung zurückblicken. Kommen also auch aus der Dinosaurierzeit eher gefühlt von der Technologie, aber wir sind halt auch durch die letzten Jahre stark nach vorne gekommen in der Pandemie. Ne? Vielen Dank. Bleiben wir noch gerade bei dir, Peter. Nehmen wir die viele Erfahrungen, die du hast. Wir haben heute Morgen von der Neshat und Lisa viel über Software gesprochen oder wie Software auch unterstützen kann. Die Jule hat viel über eher so Haltung, Mindset gesprochen. Was glaubst du, was fehlt Organisationen noch, um heutzutage modern aufgestellt zu sein? Pauschal kann ich das, glaube ich, nicht beantworten. Wenn ich an unsere Kunden denke und auch an uns selber, dann sind die Arbeitsweisen und die Inhalte der Arbeit ja gar nicht so einfach vergleichbar. Ja? Also wir als Agentur haben natürlich den Vorteil, wir brauchen ein Telefon, wir brauchen Internet, einen Laptop und können natürlich tatsächlich von überall arbeiten, wenn es denn nötig ist oder gewollt ist. Aber viele Firmen haben ja nur einen gewissen Anteil ihrer Mitarbeiterschaft im Büro und die dann eben vergleichsweise auch leicht arbeiten können woanders, aber viele müssen vor Ort sein. Einfach weil es die Produktion, die Wirtschaftlichkeit, die Arbeitsweise erfordert. Und da gibt es nur wenige Antworten drauf, wie man das alles für die gesamte Firma ausrollt. Ja? Wir haben gesehen, viele Firmen haben die Tools, die wir verkaufen, die ihr anbietet, für ihre Bürolandschaft eingesetzt und der Rest der Firma macht irgendwas anderes. Das ist oft ein Problem für die Kultur, für die Mitarbeiterschaft und das, was ein moderner Arbeitsplatz ausmacht, ist eben nicht nur Büro eigentlich. Das wird gerne ein bisschen hinten angestellt und da beschäftigt sich aber auch keiner so gerne mit. Und man sagt, ja gut, der Gabelstaplerfahrer, der muss halt in die Lagerhalle kommen und dann ist gut. Dann ist der moderne Arbeitsplatz für den geschaffen, weil das ein moderner Arbeitsstapler ist, was aber heutzutage auch nicht mehr wirklich funktioniert oft. Und da wird zu wenig drüber nachgedacht, glaube ich, noch in den ganzen Digitalisierungsdebatten, in der Modern Workspace-Debatte. Das wird ganz stark fokussiert auf Schreibtischarbeitsplätze. Und nicht jede Firma besteht nur aus Schreibtischen. Nur aus Schreibtischen. Spannender Aspekt, ich habe den letzte Woche mit Felix gerade im Podcast besprochen. Vielleicht Heiko, das passt für dich vielleicht gerade perfekt, weil ihr seid ja auch in so einer Blue-Collar-Worker-Organisation auch sehr stark aktiv. Wie macht ihr das denn? Wie bindet ihr, wann bringt ihr vor allem die Menschen, die keinen PC-Arbeitsplatz haben, wie bringt ihr vor allem diese ganze Kultur, diese Mentalität, wie bindet ihr die ein, wie kriegen die Informationen, wie geht ihr damit um, wie habt ihr diese zwei Welten, also PC-Arbeitsplatz versus Blue-Collar-Worker, wie geht ihr damit um? Ja, also letztendlich wurde es ja gerade schon angesprochen. Wir sind relativ frisch mit dem Projekt der Einführung Google Workspace jetzt auch durch, unternehmensweit. Letztendlich, wir haben auch viele produzierende Standorte, völlig richtig. Und ein wichtiger Baustein war es wirklich, dass das Projekt Einführung Google Workspace eben nicht
als IT-Projekt wirklich dann auch kommuniziert wurde, sondern als Organisationsprojekt. Damit hatten wir dann auch dementsprechend auch die bessere Reichweite in die gesamte Marantech Group dann auch rein. Und der zweite ganz wichtige Baustein, den wir auch erkannt haben, relativ früh ist, wir haben uns ja auch ganz bewusst für eben Google Workspace entschieden und eben nicht für das Microsoft Pendant. Beide Tools haben wir heute bestimmt auch schon gehört, haben ja auch ihre Daseinsberechtigung und funktionieren ja auch, tun das, was sie wollen, sollen. Aber letzten Endes wollten wir, dass jeder Mitarbeiter sich in seinen täglichen Arbeiten auch bewusst hinterfragt. Und diese Chance haben wir halt mit dem Google Workspace am meisten gesehen. Und solche Tools, auch wenn es halt auch wir stark über Tools sprechen, müssen natürlich auch an die Mitarbeiter auch herangebracht werden. Und deshalb ist der zweite große Baustein natürlich auch die frühzeitige Schulung auch gewesen. Ganz, ganz wichtig. Und letzten Endes, um die Frage jetzt da auch zu beantworten, wie haben wir quasi auch die Blue Worker da auch mit reingenommen? Letztendlich betrifft es die ja auch. Die kommunizieren eben genauso, halt mit ihren Meistern, ihren Gruppen oder auch Teams, je nachdem, wie man es auch sieht. Und nutzen da genauso dann halt nicht persönliche Zugänge, aber haben halt eben auch ihre Terminals, haben eben auch durchaus auch Smartphones mit Linchpin zum Beispiel mit drauf, wo sie auch dementsprechend auch Tickets erstellen können, unseren Jira oder auch einfach Unternehmensinformationen auch abgreifen können. Ja, da seid ihr, glaube ich, schon relativ weit, den auch so weit einzubinden, dass sie da auch einen Account haben und auch aktiv sein können. Ihr transformiert ja auch sehr viel die Haltung, das Mindset, was ihr habt, versucht ihr ja auch global zu geben. Es gibt so einen öffentlichen Blog, finde ich sehr spannend, den Michaels Garage heißt der, wo ihr auch so ein bisschen über diese Philosophie, also ihr seid sehr innovativ und versucht diese Innovationskultur, die ihr habt, ja auch den Mitarbeiterinnen auch weiterzugeben. Das finde ich sehr spannend. Yvonne, vielleicht eine Frage an dich. Du kriegst ja auch sehr viele Unternehmen mit. Du hast dazu gesagt, ihr habt nicht so viel mit Software zu tun, aber ich weiß aus Erfahrung, jedes Mal, wenn ihr ein Projekt macht, ist irgendwie ein Stück Software auch am Ende irgendwie oder kommt sehr häufig dann zum Einsatz, um am Ende das zu unterstützen. Was glaubst du, was ist so der richtige Mix? Also was brauchen Unternehmen heutzutage, wenn sie Software einbinden? Heiko hat es eben schon gesagt, es war eigentlich ein Organisationsentwicklungsprojekt. Das finde ich sehr spannend, das heutzutage so zu sehen, obwohl er der IT-Leiter ist und eigentlich sagen, es ist ein IT-Projekt, ich muss ja hier Software einführen. Ist es heutzutage so, dass Software so einfach geworden ist und wir eigentlich eher über diese ganzen Transformationsthemen dahinter sprechen? Also wie arbeite ich damit? Was verändert sich für die Teams etc.? Es ist eigentlich genau so, dass wir erst gucken, was ist die Zusammenarbeit, also wie muss die Zusammenarbeit funktionieren und welches Tool kann dabei unterstützen. Also ich arbeite gerne die ersten Workshops mit Post-its, um dann den Flow der Arbeit zu zeigen, um dann das richtige Jira-Projekt oder ein anderes Tool dazu aufzusetzen, um die Kommunikation zu unterstützen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich erstmal überlegt, was man für Bedürfnisse hat und dann das Tool dazu auswählt und die Leute eigentlich auch erst auf diese Kollaborationsmuster bringt, anstatt sie in den Tools zu schulen. Ja, das ist meine Sichtweise. Wir haben auch viel über Hybrid Work auch gesprochen oder letztens hat das Team Anywhere genannt. Wie erlebst du das momentan bei Kunden so, wenn ihr solche Workshops macht? Funktioniert das Hybrid ganz gut oder sagt ihr dann, ach Leute, egal wo ihr sitzt, ihr müsst jetzt bitte einmal vor Ort kommen, wir müssen uns in die Augen gucken, wenn wir solche grundlegenden Veränderungen hier treffen? Ja, also ich finde Hybrid Work sehr anstrengend, weil da unterschiedliche Kulturen aufeinanderprallen, nämlich die, die gerne in Präsenz arbeiten und dieses Schnattern mit dem Nachbarn lieben und die dann remote sind, haben diesen Nachbarn nicht und diese Schnattergeräusche sind dann sehr störend. Also ich vergleiche das immer mit Autofahrern und Radfahrern im Straßenverkehr. Ja? Bist du mit dem Rad unterwegs, schimpfst du immer über die Autofahrer und sobald du im Auto sitzt, schimpfst du über die Radfahrer und genauso ist dieses Hybrid, bringt so viele Konflikte hoch, wo du eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt bist, diese Sachen zu bearbeiten und vergisst dann wieder, worum es eigentlich geht. Ja. Und deswegen finde ich, Hybrid ist sehr anstrengend, braucht sehr viel Vorbereitung und sehr viel Begleitung, die man nicht sich von vornherein immer so klar macht. Wir haben ja den Gegenpart hier sitzen, den Felix, der Freund von Hybrid Work ist. Wenn du das jetzt hörst, Felix, was sagst du dazu? Stimmt das, sagst du, um Gottes Willen, das kann ja gar nicht so sein? Oder sagst du, oh ja, da hat sie recht, bestimmte Formate funktionieren einfach nicht?
Ich kann das erstmal auch absolut nachvollziehen und verstehen. Also nur weil wir natürlich diese Software ins Leben gerufen haben, heißt das nicht, dass es nicht auch andere Sichtweisen gibt, die nicht ihre Daseinsberechtigung haben. Von daher, ich kann das voll verstehen. Ich bin tatsächlich oder wahrscheinlich Hybrid-Work-Befürworter, aber aus einem ganz gewissen Grund, weil ich sage, es ist, ich habe ganz viel von Jule gerade mitgenommen. Sehr viele Parallelen gesehen, auch zu unserem Unternehmen. Es ist einfach erstmal das Vertrauen, was wir auch den Mitarbeitern geben, die Flexibilität, aber noch viel stärker das Wort Selbstbestimmung. Ich bin nämlich der Meinung, dass die Arbeitsweise nicht mehr wegzudenken ist. Es ist auf jeden Fall ein Prozess. Es wird dauern, bis das wahrscheinlich auch in allen Unternehmensformen richtig angekommen ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch absoluter Befürworter, dass es Termine gibt, die einfach nur im Büro stattfinden können. Das sollen dann nicht irgendwelche Geofixes sein, wo es wirklich nur der Status ist, den man abgefragt wird, sondern das sind meiner Meinung nach Kreativtermine. Also wenn man wirklich Workshops hat oder an Kundenprojekten zusammenarbeitet, das funktioniert einfach besser vor Ort und das sehe ich genauso. Von daher glaube ich trotzdem, dass wir uns jetzt auch natürlich nochmal mit der Pandemie als Beschleuniger an diese Arbeitsweise gewöhnt haben, dass Mitarbeitende einfach gewisse Flexibilität oder Selbstbestimmung haben. Und das wird wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht mehr wegzudenken sein. Also ich wollte noch ergänzen, ich bin nicht gegen jeder arbeitet, wo er will. Also bin ich ein totaler Verfechter. Ich habe die Frage eher mit dem Hybrid so verstanden, dass wenn wir gemeinsam arbeiten, Kreativprozesse haben, die Hälfte da sitzt und die Hälfte in Präsenz und andere am Bildschirm. Darauf bezog sich meine Aussage. Also wir leben das auch, dass jeder arbeiten kann, wo er will. Ja, genau. Und ich verstehe auch, dass das bestimmt schwierig ist zwischendurch, wenn die Hälfte im Homeoffice ist und die andere Hälfte vor Ort ist. Und dafür gibt es vielleicht, ja, ich sag mal dann kreative Teamtage, will ich sie mal nennen. Aber es wird wahrscheinlich immer Überschneidungen geben, wo es nicht möglich ist, dass alle dann vor Ort sind oder vielleicht alle im Homeoffice sind. Von daher glaube ich, es geht weiterhin in die Richtung, man muss nur den guten Mittelweg finden gerade und für die Terminlegung. Wie ist es bei dir, Peter? Du bist ja noch viel beim Kunden vor Ort oder warst früher sehr viel beim Kunden vor Ort. Wie ist jetzt so die Richtung? Bist du noch viel beim Kunden? Machst du viel mehr Remote-Workshops? Also ich weiß von meinen Kunden, ich habe schon teilweise gesagt bekommen, die sitzen an verschiedenen Standorten, gesagt, ich werde nicht mehr an einen Standort kommen, die Reisekosten, die Reisezeit, ist mir alles viel zu hoch, lass doch einfach remote den Workshop machen. Wie erlebst du das momentan? Also es nimmt wieder zu, es wird mehr angefragt, auch von Kunden, dass wir vor Ort arbeiten. Allerdings ist dann oft beim Kunden nicht mehr jeder vor Ort. Tatsächlich, das ist schon so, gerade bei größeren Unternehmen, die auch vielleicht länderübergreifende Standorte haben, ist die eine Hälfte dann remote. Und das sind alles Hybrid-Sachen inzwischen eigentlich nur noch. Und das heißt, die Technologie, die man dafür braucht, Zoom, was auch immer, Teams, die ist präsent auch bei On-Premise-Workshops. Ich habe seit der Pandemie kein einziges Treffen mehr mit Kunden gehabt oder intern, wo wirklich 100% Anwesenheit war. Irgendjemand war immer zugeschaltet. Und auch das ist, glaube ich, eine Realität, mit der man sich anfreunden muss, egal was man macht oder wie man es macht. Es wird beides gehen müssen gleichzeitig. Und reine Kreativmeetings, ja, die funktionieren besser on-premise, also wenn man sich in die Augen schauen kann und wirklich die Stimmung erlebt, aber es ist halt nicht immer praktikabel. Und das andere, was ich sehe, ist, nicht jeder jedes Team hat Kreativmeetings den ganzen Tag. Ja, also es gehört ja nicht zum Alltag von vielen Verwaltungen und anderen Firmen, wo man sich alle drei Wochen zu einem Kreativworkshop von 5 Stunden trifft, mit eher intern oder Kunden, ist ja egal. Und die brauchen ja trotzdem Anlässe, zusammenzukommen. Und ich glaube, das ist so das, was jetzt gerade, wo ganz viele Leute darüber nachdenken in den Firmen, warum komme ich noch mal ins Büro? Entweder habe ich zu Hause nur eine Einzimmerwohnung, die fällt mir auf den Kopf, dann gehe ich natürlich deswegen vielleicht gerne einfach mal raus, aber die meisten fragen sich, was soll ich da? Entweder will der Chef das, ja, der Chef sagt, ich vermisse euch, ich bin so alleine in meinem großen Büro hier, das ist ein bisschen so das Klischee, glaube ich auch, aber ein bisschen Wahrheit auch dran, aber für die Mitarbeiter ist ja die Frage, was mache ich hier? Und die Anlässe schaffen, das ist, glaube ich, die große Herausforderung für alle, eben nicht nur durch den Arbeitsalltag getrieben. Kreativworkshop kommt ja von außen, das ist ein Arbeitsproduktionsteil, aber alles andere muss ich irgendwie den Leuten Motivation geben. Eine gute Küche im Haus, nette Kollegen treffen, das ist so, klingt so banal, aber was bedeutet das und wie kann ich das organisieren, dass das auch wirklich stattfindet, dass wenn ich dann im Büro bin, auch jemand da ist, den ich treffen will. Wir hatten das Beispiel von
Google Workspace. Jedes Mal sitze ich woanders und treffe deswegen immer andere Leute. Das ist so der virtuelle Wasser oder eine neue Möglichkeit der Kaffeemaschine, der Zufallsbegegnung auf dem Flur. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, Alternativen zu schaffen. Und dann zu sagen, es lohnt sich zu kommen, weil es ist interessant. Trotzdem sagen gerade ganz viele Unternehmen, also was die Zeitung durchblättert, ich möchte, dass die Mitarbeiterinnen wieder vor Ort kommen. Vielleicht Felix, für dich einsteigen, du bist ja so super tief drin in dem Thema. Was glaubst du, warum wollen die das? Das liegt es an dem Return on Invest? Wir haben jetzt hier auch eine schöne Kantine gebaut, wäre schade, wenn niemand hier wäre. Könnte der Martin, der Jo ja auch sagen, hey, ihr müsst mal so 10% müssen wie ihr sein, sonst lohnt sich das Ganze nicht. Ist es eigentlich nur dieser Return on Invest des Büros oder geht es um so ein bisschen Kontrolle? Wir hatten bei der Jule im Vortrag ja auch gehört, ne, das Thema Sichtbarkeit. Ich glaube, das ist noch so ein Thema, wenn ich so an das, was ich so mitbekomme von Kunden, das sehe, dass ja auch jemand, der vor Ort ist, auftritt, laut ist. Ne? Wenn ich in einem Meeting stehe und da rede, dann kann ich Kompetenz vermitteln in so einem Moment. Ist es auch so ein bisschen so diese Angst, gerade von Führungskräften, vielleicht nicht so mitzubekommen, was machen die Leute? Ist so asynchrone Arbeit, Dokumentation, Transparenz noch nicht so angekommen, dass das so ein Thema noch ist? Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir zum Beispiel jetzt in den Gesprächen sind bezüglich unserer Software-Einführung, dann reden wir häufig mit Entscheidern und auch mit Führungspositionen. Und da ist häufig auch die Angst, dass natürlich hybride Arbeit oder Remote Work nicht messbar ist. Und dann geht es auch wieder sehr stark um das Thema Produktivität. Und ich finde, es ist sowieso ein schwieriges Thema, Produktivität der Mitarbeiter zu messen. Von daher sind wir eigentlich wieder bei dem Grundtenor, dass dort einfach die Angst ist oder vielleicht auch das Vertrauen nicht da ist, dass gewisse Arbeit nicht erledigt wird oder in der Art und Weise, wie man sie vielleicht gewohnt ist, nicht erledigt wird. Und das ist ein großer Punkt, den ich noch sehe. Ich glaube, da ist einfach das große Oberwort Kultur, was da nochmal drüber steht und der Prozess, wo manche ankommen müssen. Aber es ist ja, wie ich es gerade auch hier zu dir gesagt habe, ich bin jetzt das erste Mal hier im Bürogebäude. Und ihr habt genug Anlässe geschaffen, hier alle Mitarbeiter wieder hinzukriegen. Von daher, ich glaube, das ist ein großer Punkt, dass man selber sich als Unternehmen fragt, welche Dinge kann ich ändern, um wirklich wieder die Mitarbeiter zurück ins Büro zu kriegen. Das ist wahrscheinlich nicht nur der Obstkorb, sondern das sind Events, das ist eine schöne Küche, das sind gute Mitarbeiter, das sind schöne Kollegen, mit denen ich mich hier vor Ort treffen kann und dann austauschen kann. Gibt es Fragen dazu aus dem Publikum oder Erfahrungen, die ihr so gemacht habt? Wie ist das bei euch? Seid ihr viel hybrid unterwegs, viel vor Ort? Machen wir eine kleine Umfrage. Wer hat ein hybrides Arbeitsmodell bei sich? Ja, so 80-90%? Das ist deutlich mehr als die Hälfte, würde ich sagen, ja. Das ist schon mal schön. Wenn jetzt die Leute viel hybrid arbeiten, vielleicht nochmal aus der Technik-Ecke gesprochen, es müssen Informationen ja auch irgendwie verfügbar sein. Welchen Stellenwert hat dann sowas wie ein Intranet zum Beispiel noch für euch oder auch andere Software? Was ist gerade so State of the Art? Was brauche ich, um all diese Dinge von so modernen Arbeitsplätzen, auch diese Mentalität, also diese Kultur, die ich ja sonst, hier im Büro kriege ich das mit, ne? Ich weiß, wie Leute agieren, ich weiß, welche Kultur so herrscht, man kriegt die Flurgespräche mit. Was kann man so softwareseitig tun, um das ein bisschen zu unterstützen? Ist natürlich jetzt aufgrund das, was Julio uns ja auch quasi auch gezeigt hat mit der Kurve, natürlich jetzt ein bisschen zweideutig zu beantworten. Also wir sind auf jeden Fall ganz knapp davor, in unseren Confluence wirklich die 200.000er Marke jetzt zu knacken, innerhalb jetzt wirklich von ungefähr 2,5 Jahren. Das heißt, wir dokumentieren eben auch unglaublich viel, auch jedes Team-Meeting und so weiter, Status und so weiter, legen wir alles auch in Confluence auch dementsprechend auch ab. Das heißt, ne, das Thema Transparenz hatten wir auch dann gerade. Aber wenn wir das jetzt mal ein bisschen mal weiter auch mal blicken, das Ganze, wir haben natürlich auch viele vertriebliche Kollegen, die im Homeoffice sitzen, die quasi auch im Contact Center auch dann angebunden sind, in Warteschlangen etc. Also da hat es natürlich auch viel mit standardisierter Technik dann auch zu tun, was vernünftiges Headset und so weiter auch anbelangt, ordentlichen Softphone-Client und so weiter. Also klar mussten da auch die ganz normalen Grundvoraussetzungen auch geschaffen werden, keine Frage. Was ich aber viel wichtiger finde, ist, das hat dann gerade auch schon so ein bisschen mal angesprochen, die Frage einfach, wer bestimmt denn letztendlich auch darüber oder wer sollte das vorgeben, in welches Modell wir auch dann gehen? Mehr halt Präsenz, mehr halt mobiles Arbeiten oder das Hybride
Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das eben auch viel mit der Unternehmenskultur auch zu tun hat. Bei Marantec ist es eben auch so, dass genau diese Entscheidung, was ich auch sehr befürworte, eben auch in den Schoß der Führungskräfte auch gelegt wurde, also an den Teamleiter. Also die Teams sollen doch bitte selber auch mitgestalten und können das eben auch individuell eben viel, viel besser tun. Wer jetzt dementsprechend auch ins Homeoffice dann auch soll oder mit welchen, ob es ein 3-Tage-, 2-Tage-Modell ist oder was auch immer. Also, denn auch die Mitarbeiter, die vielleicht auch vorher weniger produktiv waren, ja, oder auch die sehr produktiv waren, werden es im Homeoffice quasi genauso sein, also produktiv oder weniger produktiv. Da machen wir uns nichts vor. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, dass die Teams das selber für sich auch entscheiden. Wer von wo auch arbeitet und aus welchen Gründen man eben auch ins Büro zurückkommt. Du hast ja gerade auch selber gesagt vor dieser Runde, warum soll ich ins Büro kommen, wenn ich auch zu Hause gut arbeiten kann. Ja, aber es geht ja auch, das, was wir hier auch miterleben, um Begegnung, Begegnungsstätten. Und ich glaube, das ist dann auch wiederum der Mehrwert. Ja, irgendwo so ein Team-Spirit ja auch entstehen. Team kommt ja auch von, wir wachsen zusammen. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich mich nie im Leben irgendwie gesehen habe oder zumindest auch ein Team-Spirit ja auch sich entwickelt hat an der Stelle. Yvonne, vielleicht die Frage so an dich, wenn du an Team denkst. Ich habe so das Gefühl, Teams kriegen immer ein bisschen mehr Autonomie mittlerweile, haben mehr Entscheidungsmacht, dürfen mehr Führung übernehmen. Das finde ich sehr sinnvoll, weil Teams sind für mich kleine, crossfunktionale Einheiten, die in sich im allerbesten Fall, ich weiß, das geht nicht immer, aber im besten Fall eigentlich ihre Arbeit sehr abgekopselt erledigen können. Klar gibt es sowas wie Personal, Buchhaltung, ohne die kann ich dann am Ende des Tages auch nicht agieren und auch IT natürlich, aber für den Job, den ich zu tun habe, den kann ich meistens im Team alleine machen. Und es ist so, dass sich gerade mit dem ganzen Hybrid-Work-Modell Teams auch stärker abkopseln und in sich wie kleine Einheiten agieren? Also wenn die Teams das für sich geregelt haben, ja. Was aber, sag ich mal, bei diesem Remote-Teamwork, der soziale Aspekt bleibt halt ziemlich stark auf der Strecke. Wir haben gelernt, in unseren Meetings fachliche Informationen auszutauschen. Wir haben unsere Dateistrukturen, wo fachliche Informationen drinstecken. Aber nirgendwo steckt dieses Soziale. Also das, was ich mir austausche, wenn wir uns an der Kaffeemaschine begegnen würden auf dem Gang. Wir haben zwar vorhin zwei Beispiele gehört, jedenfalls kann ich mich an zwei erinnern, dass wir mit Icebreakern unsere Meetings anfangen. Das hat bei uns nie funktioniert. Ja, weil alle immer schnell zur Sache kommen wollen, um das Meeting zu beenden. Und das andere war, in einem Art Intranet persönliche Dinge zu veröffentlichen. Auch das ist bei uns eher eingeschlafen und nicht aktuell. Also das ersetzt es nicht. Und wenn es Teams schaffen, diese soziale Komponente irgendwie aufrechtzuerhalten, was ich immer den Teams überlassen würde, wie sie das machen, weil auch die Bedürfnisse wieder unterschiedlich sind, werden die ziemlich autonom. Und dann sind wir wieder bei dem, was machen die da eigentlich? Also dieses Vertrauen und Transparenz-Dings, da hat mir sehr gut gefallen. Weil wenn ich so nach dem Motto, ich sehe ja nicht, was die machen, ich sehe, die haben nur, vielleicht sehe ich noch, dass die Spaß haben, ja, und zu viel Spaß bei der Arbeit, wer weiß, ob das produktiv ist. Deswegen geht es schon auch so in die Richtung, wenn halt starke Teams sich irgendwie abkapseln, hat das für das Gesamtkonstrukt und wahrscheinlich wieder eine negative Auswirkung. Und deswegen sollte man halt auch immer das Gesamtkonstrukt im Blick behalten und zu so sagen, okay, wie schaffe ich dann wieder Anknüpfungs- und Kommunikationspunkte also Teams, mehrere Teams wie so ein Dorf betrachtet, also welche Strukturen schaffe ich in diesem Dorf, um wieder eine gute Kommunikation hinzukriegen. Das von Wie schaffe ich so, dass so Teams so völlig autonom arbeiten können? Wie schaffe ich so ein Alignment dahinter? Vielleicht mal die offene Frage an euch alle. Was macht ihr, wie unterstützt ihr eure Teams, damit die in so einen Power-Modus auch kommen, so völlig autark agieren zu können, auch so Regeln aufzustellen? Brauchst du da einfach nur einen anständigen Teamcoach, der sowas begleitet? Was braucht so ein Team heutzutage, um aktiv zu sein, um ja, agil zu sein? Ich würde sagen, dass eine
neben den ganzen Tools, die irgendwie zur Verfügung stehen müssen, sicherlich die Grundlage ist, die Grundvoraussetzung für alles, aber dass auch gewisses Prinzipien, Regeln, wie immer man das nennen möchte, Abläufe definiert sind, die so Standardsregeln, damit eine Zusammenarbeit über Teamgrenzen hinweg möglich wird oder mit dem Rest des Unternehmens. Dann kann ich mich auf das konzentrieren, was wirklich meine Aufgabe ist in meinem Projekt, in meinem Job. Ja, dass man nicht so eine Belastung hat, sich zu organisieren oder dauernd Protokollvorlagen selber entwerfen zu müssen, was auch immer. Das klingt banal, ich weiß, aber es ist unheimlich hilfreich, wenn da eine gewisse Gemeinsamkeit herrscht, dann kann man viel schneller produktiv anfangen zu arbeiten, wenn das alles schon geklärt ist. Wenn ich mich komplett als Team immer neu selbst finden muss, dann bin ich erstmal viel damit beschäftigt, was auch eine gewisse soziale Nähe schafft, aber natürlich wenig effektiv ist oft. Und auch dazu führt, dass wenn ich woanders reinkomme in ein Team, erstmal mich orientieren muss, wie funktioniert das hier eigentlich und nicht an der Sache so gut arbeiten kann. Das ist zumindest etwas, was ich beobachte, wenn wir Sachen ausrollen, wenn wir sagen, jetzt führen wir ein neues Intranet ein, Linspin oder Jira, ist völlig egal, welches Tool letztlich, dass das immer Fragen sind, die neben der Softwarebeherrschung, der Unsicherheit, aber die Abläufe verändern sich, die Form der Zusammenarbeit, nicht nur der Kommunikation, aber auch der tatsächlichen Arbeit. Und da muss man auch irgendwie drauf eingehen, finde ich, um dem Team schnell eine Richtung zu geben, wieder sich mit der Sache zu beschäftigen, nicht so sehr mit dem Tool. Ansonsten versinken die da drin und dann wird das so eine um sich selbst kreisende Einheit, die nicht viel hervorbringt, glaube ich. Können wir tun, um diesen Teams diesen Rahmen zu geben? Also wie können wir auch gucken, dass sie nicht lost sind? Alessia hat vorhin gesagt, sie haben extra ein Team, was sich nur darum kümmert, so diese ganzen Grundbedürfnisse irgendwie zu decken, also zu schauen, wie kann Remote-Arbeit funktionieren, was braucht man? Ist so etwas, was man heutzutage mehr in Organisationen einbauen sollte? Leute, die sich beschäftigen, wie Arbeit funktioniert? Und wenn man so etwas macht, ich weiß nicht, habt ihr schon erlebt, macht ihr sowas bei euch oder habt ihr sowas schon erlebt? Ihr zwei kommt ja eher so aus der Beraterschiene. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so schnell verläuft. Da stellt man halt mal Leute ein, die werkeln dann so ein bisschen rum und dann kommen die jemand aus dem Büro raus und sagen mal, das sind die fünf Prinzipien, danach arbeiten wir jetzt. Aber keiner so richtig eingebunden wird. Also die Frage, wie wir arbeiten, unser Way of Working oder so, Produktionsweise, wie auch immer, und das nennen wir dann Agentur, ist natürlich ein bisschen schwieriger als im klassischen produzierenden Gewerbe, weil wir haben Kundenprojekte und wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir unsere Kunden auch so bedienen, wie sie es brauchen und fordern. Also wir können nicht einfach sagen, das ist unser Standardprojekt und wenn das für dich nicht passt, dann können wir es nicht mit euch machen. Das funktioniert nur begrenzt. Aber deswegen sind wir ständig im Austausch untereinander, intern auch. Was haben wir gelernt in den einzelnen Projekten und was kann man daraus mitnehmen in das nächste Projekt? Und wie wir miteinander arbeiten und kommunizieren innerhalb der Firma, damit wir noch überhaupt arbeiten können, weil man hat natürlich oft nicht nur ein Kundenprojekt, sondern zwei, drei parallel laufen, die unterschiedliche Ansprüche haben, unterschiedliche Aufgaben, die ich da vielleicht leisten muss. Das heißt, wir sind im Alltag sehr regelmäßig damit beschäftigt, zwischen den Führungskräften, aber auch mit den Mitarbeitern, das auszuwerten, zu überlegen, wie können wir uns da verbessern. Und ohne das geht das nicht. Das ist manchmal mühsam sicherlich, einfach weil es auch ein bisschen repetitiv ist und manchmal denkt man sich, das haben wir doch schon mal drüber gesprochen, warum klappt das immer noch nicht? Aber es wird ja auch nicht besser, wenn ich es dann sein lasse, darüber reden. Und es geht nur, wenn wir das hinkriegen, immer darüber im Austausch zu bleiben, über die Abteilung hinweg. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt bei uns auch zumindest, dass wir nicht innerhalb der einzelnen, früher hat man gesagt, Gewerke, Fachrichtungen bleibt und sagt, nur die Berater oder nur die Designer, sondern gerade, dass das querläuft. Das ist, wird auch gefordert und gefördert und ohne das wird das, glaube ich, mit der Pandemie hätte das nie geklappt. Also wir waren von einem Tag auf den anderen offside, unsere Kunden aber auch und die Projekte mussten ja weitergehen. Und das war da hat das nochmal so richtig so eine Dynamik bekommen, der Austausch, wir müssen drüber reden und das hält bis heute zum Glück an. Und das kann ich auch. Wir haben aber kein Team dafür. Ne? Also wenn die Frage, wie Atlassian das hat, eine eigene Einheit, die sagt, ich unterstütze das, das haben wir so nicht. Wir haben es versucht, in unseren Organisationen einzubauen, aber wir sind doch nur 250 Leute. Das ist bei Atlassian, glaube ich, keine Größe. Bisschen größer. Also muss dann auch zu der Firma passen, glaube ich, wie man das angeht und wo man da den Wert drauf legt. Das muss jeder für sich dann rausfinden. Ja, vielleicht die Frage an dich, Felix. Ihr seid das jüngste Unternehmen hier gerade in der Runde. Du bist ja selber auch Führungskraft. Wenn du das alles so hörst,
Wie gehst du damit um mit dem Wachstum, den ihr auch habt? Wie, nach welchem Mindset stellt ihr ein? Wie organisiert ihr die Teams? Was gibst du deinen Kollegen, Kolleginnen mit, wie sie sich verhalten sollen, wie sie auch autonom arbeiten können? Du wirst ja auch nicht bei jedem wissen, was er den ganzen Tag tut. Wirst dahinter stehen, bist ja auch jetzt heute hier, kannst du dann auch nicht hinterm Schreibtisch stehen. Und wie gehst du damit um und wie förderst du so eine richtige Kultur, dass so ein, dieses Startup-Feeling, was ihr vor allem auch momentan habt, dass sich das vielleicht auch ein bisschen länger erhält? Ja. Das ist tatsächlich gerade auch ein sehr wichtiger Punkt bei uns, weil wir jetzt langsam auch in eine Größe kommen, wo wir probieren, das, was wir am Anfang haben, diese extreme Startup-Kultur, dass das bleibt. Und das ist natürlich schwierig bei einem engen Kern, der von Anfang an an einem Produkt gearbeitet hat. Und jetzt kommen externe, neue Arbeitskräfte dazu. Von daher, wir haben ganz groß das Wort Eigenverantwortung. Also wir haben einmal im Monat eine Monatspräsentation. Da werden wir innerhalb 5 Minuten am Anfang werfen wir quasi verschiedene Teams zusammen. Dann reden wir die Devs mit Sales oder Marketing, mit Produktentwicklung, und dann ist immer der Punkt, okay, was war so denn in deinem Monat der beste Moment und was war auch tatsächlich der schlechteste? Dass man einfach übergreifend voneinander auch was mitbekommt, weil das natürlich dann gerade in der hybriden oder Remote-Arbeitsweise tatsächlich teamsübergreifend fehlt. Ist natürlich der Punkt, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, muss das so intensiv stattfinden oder reicht das vielleicht auch schon? Von daher, wir sagen ganz klar, wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Tool einführen oder wir haben eine Idee, dann bringen wir das mit in den Termin, stellen das vor. Ich gebe quasi als Führungskraft die Vision und den Weg vor, wo wir hinwollen, aber eigentlich übernimmt die Aufgabe jemand anders, stellt beim nächsten Mal zum Beispiel auch seine Erfahrungswerte mit dem Tool vor und alles läuft, also im Best Case läuft alles dann erstmal so von den einzelnen Kollegen, die sich da gegenseitig unterstützen. Und das sind so verschiedene kleine Ansätze, die wir immer wieder ausprobieren und auch probieren, in der Kultur weiter fortzufahren. Vielleicht Yvonne, kurz an dich. Das Gegenbeispiel, ihr beratet ja sehr, sehr große Unternehmen. In so kleinen Unternehmen wie beim Felix vielleicht ein bisschen einfacher, diese Startup-Kultur auch zu erhalten. Wenn wir jetzt mal so die ganz andere Richtung nehmen, also 50.000 Mitarbeiterinnen plus, wenn du in so Unternehmen reinguckst und das siehst, sind die auch noch so wandelfähig? Und wenn nein, was fehlt denn dann? Was ratet ihr denn von Kegon aus, diesen Unternehmen, damit die sich diesen Spirit auch so ein bisschen wieder zurückholen können, so modern zu sein, agil zu sein? Die Frage. Ich weiß, es ist groß, so viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ja, ich könnte sagen, Zeit ist abgelaufen. Also wir gucken natürlich auch, welche Menschen von diesen 5.000, hast du gesagt, müssen überhaupt miteinander kommunizieren. Also wer muss wirklich von wem wissen, was er gerade tut und welche Entscheidungen er gerade trifft, und bauen damit wieder Unterstrukturen. Aber Unterstrukturen mit einem Netzwerkcharakter, um halt das Thema Kommunikation, da sind wir wieder, und das Thema Entscheidungsfindung und Kollaboration zu ermöglichen, zu verbessern und zu verkürzen, also gerade beim Thema Entscheidungen. Und da schauen wir halt, wie das fachlich auch zusammenpassen muss, und schaffen dann auch übergeordnete Strukturen. Wollen wir ja auch deine Frage, welche Guidelines oder Guardrails können wir mitgeben, dass diese autonomen Entscheidungen getroffen werden können. Natürlich muss ein Unternehmen immer eine Vision und auch Ziele haben, in welche Richtung sie marschieren, weil in diesem Rahmen sich ja diese kleinen autonomen Einheiten dann auch ausrichten sollen. Und da raten wir natürlich oder fragen ziemlich früh danach, habt ihr denn Ziele und kennt die jeder? Und da kommen natürlich auch diese Antworten, sind in großen Unternehmen sehr vielfältig, von ja, haben wir bis kennt jeder oder nein, wir haben sehr viele. Ne? Und von der Warte her sind es halt schon eher so eine, wo man manchmal so denkt, ja, ist jetzt doch Bullshit-Bingo, also Vision, Ziele, was ist unsere Strategie? Und das halt auch so zu verteilen, dass sich diese Unterstrukturen oder diese Netzwerke danach auch ausrichten können, inhaltlich. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig bei allem, was wir tun, dass halt Autonomie hin oder her, es braucht halt auch immer eine Richtung. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Fakt, wo wir reingucken. Ja, das ist, glaube ich, so Methoden wie OKR ist auch eine sehr spannende Sache, sich auch da zu alignen. Ihr macht das sehr, sehr viel, macht das ja auch gerade mit uns, da lernen wir ja auch gerade von euch ein bisschen. Google macht das auch sehr viel, der macht teilweise Personen auf Einzelebene OKRs für sich, finde ich auch sehr spannend, und planen sich sozusagen, wie sie in dem Team Alignment herstellen können. Wir sind mit der Zeit fast am Ende. Gibt es Fragen aus dem Publikum vielleicht noch an einen der vier oder an uns fünf?
keine Fragen. Ansonsten sind wir den ganzen Tag ja auch noch da. Ich würde jedem von euch gerne noch eine die gleiche Abschlussfrage stellen. Vielleicht einmal Reihe rund. Felix, bei dir angefangen. Wenn du das, was du heute bisher gehört hast, oder auch in dieser Diskussion, wenn dich einer fragt, hey Felix, was soll ich jetzt ändern? An mir persönlich, an der Organisation. Was würdest du so einem mitgeben, das Mindset, die Einstellung, das Tool, die Arbeitsmethodik, das ist jetzt so das Ding, womit du dich auf jeden Fall mal beschäftigen solltest? Oh, ich glaube, bei mir ist es nicht mal ein Tool, was ich sagen würde. Tatsächlich, nach dem, was ich bis jetzt heute gehört habe, das wäre zu einfach, wenn ich das jetzt sagen würde. Von daher, ich glaube, es ist tatsächlich, dass man selbst überlegt, okay, habe ich in der Position, in der ich mich befinde, die Selbstverantwortung oder auch besser gesagt von meiner Führungskraft, wenn ich nicht gerade eine Führungskraft bin, habe ich den Freiraum, den ich haben sollte für die Position, die ich ausführe, und befriedigt mich das quasi in meinem Arbeitsumfeld. Ich glaube, das ist so zu dem Modern Workday der Gedanke, den man sich mitnehmen sollte, weil wir einfach gerade im Wandel sind der Arbeitswelt. Danke. Heiko, an dich die gleiche Frage. Ja. Also der Vormittag lässt sich für mich echt so zusammenfassen. Also vieles, was man gehört hat, war bestätigend und auch darüber hinaus auch wirklich dann auch inspirierend. Also von daher nehme ich da schon einige Dinge auch mit. Und ich würde eben auch sagen, wir müssen uns wirklich von der Diskussion Tools und so weiter auch so ein bisschen da auch lösen, sondern auch eher dahingehend, dass die Teams für sich auch selber auch entscheiden oder es schaffen, wirklich individuell die beste Lösung auch zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mitzugeben, denn Individualität, wie wir es auch heute gehört haben, fördert eben auch Autonomie. Danke. Also ich habe mir vorhin in meinem Buch einen Satz aufgeschrieben, dass ich weiß nicht mehr, ob ich es genau richtig zitiere, also nur wenn ich sichtbar bin, bin ich effektiv. Und beobachte halt solche Pattern gar nicht von Führungskräften, sondern von Kollegen, die über andere sagen, machen die überhaupt ihren Job? Und so diese Vertrauenssache, die da so mitschwingt, das ist jetzt mal auch eine Baustelle, die ich mal mitnehmen werde. Ich würde gerne das zusammenfassen mit der Frage, ist Koinzidenz gleich Kausalität? Also sprich, weil ich im Büro bin und bin anwesend, bin ich auch auf der Arbeit. Auf der Arbeit sagt man ja, und das bedeutet natürlich, ich leiste was für mein Geld. Aber das ist diese Frage stellt sich ja völlig neu, wenn ich Eigenverantwortung einfordere. Was ist eigentlich mein Job? Warum bin ich hier? Warum werde ich dafür bezahlt? Und worum besteht mein Mehrwert? Und die aktuelle Situation mit der ganzen Diskussion hat diese Frage nochmal nach oben gespült. Und alles, diese Sichtbarkeitsfrage, die Effizienzfrage, die Effektivitätsfrage kann man vielleicht ganz gut dran kristallisieren. Auch die Frage, warum bin ich im Büro? Ne? Um zu beweisen, dass ich Geld bekommen soll dafür oder eigentlich ja eher nicht. Ne? Und ich glaube, daran kann man es auch nochmal vielleicht versuchen zu diskutieren und nach vorne zu kommen. Ja, danke euch auf jeden Fall. Ich glaube, was man merkt, es gibt nicht so diesen einen Weg, den man gehen muss, sondern es hat viel mit den, das ist, glaube ich, eine große Kopfsache, wie man da dran geht. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich stetig zu hinterfragen, immer wieder zu wandeln, auch mutig zu sein, Dinge mal auszuprobieren, auch Dinge mal wieder zu verwerfen, auch die Organisationsstruktur mal zu ändern. Ich glaube, Felix, du hast gesagt, 80% der Unternehmen in Deutschland denken gerade darüber nach, die Arbeitsmethodik zu ändern. Das ist schon gravierend, dass eigentlich nur 20% so bleiben wollen, wie sie jetzt aktuell sind. Das heißt, da ist viel im Wandel, vermutlich bei euch allen auch. Und das ist das, was wir heute diskutieren. Und da freue ich mich sehr auf den Nachmittagspart. Erstmal vielen Dank, dass ihr hier wart und euch den Fragen von mir gestellt habt. Wir...